Hi, willkommen zu meiner Essen Preview 2015. In diesem Video wird sich alles um so die wichtigsten Erweiterungen drehen. Das sind bestimmt nicht alle, die man irgendwie erwähnen müsste, aber so die, die auch gerade in dieser Board Game Geek Preview am populärsten sind und die meisten Daumen nach oben haben. Und fangen wir einfach direkt mal an. So, die am meisten erwartete Erweiterung ist German Railroads, die erste Erweiterung zu Russian Railroads. Das war ja letztes Jahr der große Hit im Strategiesektor, hat den deutschen Spielepreis gewonnen. Auch viel Lob, auch freue ich mich, mein total tolles Spiel. Ich habe es auch hier rumstehen, leider bisher immer noch nicht spielen können. Ich hoffe, ich komme da bald mal zu. Und die erste Erweiterung besteht aus 3 Modulen, von denen man die Module alle einzeln nutzen kann. Man kann die alle zusammen nutzen, je nachdem wie man möchte. Das erste Modul ist eben das Germany-Spielbrett, also die Deutschlandkarte, die eben ganz neue Routen hat, wodurch man ganz neue Möglichkeiten und Strategien hat und auch der Flow des Spiels ein bisschen anders ist als im Basisspiel. Das zweite Modul ist das Kohle-Zeitalter, dass Kohle neue Ressourcen, die man benutzen kann. Die kann man benutzen, um Lokomotiven zu verbessern, um Fabriken zu verbessern. Man kann das in Gießereien benutzen. Diese Gießereien, wenn man die mit Kohle befeuert, bringt nochmal ein zusätzliches Einkommen und auch die Effekte von Lokomotiven oder Fabriken kann man damit ein bisschen verbessern. Und das dritte Modul ist Single Ticket, also das Ein-Personen-Ticket. Das ist einfach eine Solo-Variante, wo jetzt noch so eine Variante mit so einem Dummy-Spieler eingeführt wurde, dass man das Spiel eben auch alleine spielen kann und einfach versucht, seinen Highscore zu knacken. Für Solo-Spieler sicherlich eine interessante Alternative. Auch zum diesjährigen Spiel des Jahresgewinner Colt Express, eines meiner Lieblingsspiele aus dem letzten Jahr, gibt es eine Erweiterung. Da kommt jetzt eine neue 3D-Postkutsche dazu und Pferde, auf denen die Banditen reiten können, mit denen sie schneller zwischen den einzelnen Wagen hin und her wechseln können. Und man kann eben auch auf diese Postkutsche springen. Und das war ein Guard, also ein Wächter, der auch eine Shotgun hat. Und naja, wenn man dem eins in die Fresse haut, dann fliegt er auch aus der Postkutsche, landet dann auf dem Zug und ärgert da die anderen Banditen, die da drauf sind. Und das ist nochmal eine neue, so eine Geldkassette, wo man auch Geld drin findet und auch Geiseln. Die Geiseln sind am Ende auf jeden Fall Geld wert, wenn man die dann noch hat. Allerdings, wie das mit Geiseln so ist, gerade in guten Westernfilmen, haben die sehr nervige Eigenschaften, die einen dann den Rest des Spiels über ein bisschen nerven. Also das klingt nach einer ganz lustigen Idee. Und es gibt noch neue Rundenkarten und ein neues Event, das noch ein bisschen mehr Variation zum Spiel bringen soll. Also es ist eher eine kleine Erweiterung, aber auf jeden Fall eigentlich mir auf jeden Fall holen werde, weil ich Colt Express absolut unterhaltsam, lustig und eine sehr gute Wahl für Spiel des Jahres halte. Auch Freunde von Eclipse können sich wieder freuen. Es wird eine neue Erweiterung geben, Shadow of the Rift. Die bringt bestehende Mechaniken werden variiert. Es gibt neue Discovery-Teile, neue Entwicklungen, neue rare Technologien, neue Hexfelder. Es wird keine neuen Schiffe geben oder sowas in der Art. Es wird neue Rassen geben, die Octantis, die Shapers und die Unity, so Nanobots. Und insgesamt wird es 2 neue Spielerbretter geben, auf die halt 3 Rassen aufgeteilt sind. Sprich, von einer Rasse wird es wahrscheinlich 2 verschiedene Varianten geben, die dann beide auf einem Brett aufgedruckt sind. Dann gibt es neue fortgeschrittene graue Planeten, es gibt Rift Cannons, es gibt so Void Tiles, es gibt Time Distortions, Evolution gibt es jetzt neu, Anomalien und neue grüne Marker, die ja irgendwas auf dem Ressourcentrack festhalten. Da darf man schon mal sehr gespannt sein, wie sich das so ins Basisspiel einbringt und wer Eclipse hat und liebt und mag, der wird sich sicherlich vor allen Dingen auf die 3 neuen Rassen, aber auch auf die neuen Mechaniken freuen. Wir sind gespannt. So, auch das großartige Nations wird eine große Erweiterung bekommen. Als neue Mechanik sind eben die Dynastien drin. Ich habe nichts darüber gefunden, wie die funktionieren, aber die wird man wahrscheinlich innerhalb in seiner Nation irgendwie begründen können und dann werden die einem irgendwelche positiven oder negativen Effekte geben. Es wird neue Fortschrittskarten geben, neue Tumultkarten und das große Ding in dieser Erweiterung werden wahrscheinlich die neuen Nationen sein. Es gibt insgesamt 12 neue, die man spielen kann. Also auch wenn man Nations schon oft gespielt hat und so die paar, die im Basisspiel drin waren, rauf und runter gespielt hat und alle kennt und gerne mal was Neues hätte, dann ist Nation Dynasties auf jeden Fall, denke ich, eine gelungene Sache, die man sich auf jeden Fall holen kann, ausprobieren sollte. So, auch das Kennerspiel des letzten Jahres Istanbul wird eine Erweiterung erhalten.
Die Erweiterung wird einfach ein bisschen mehr von allem bringen, ein bisschen Variationen reinbringen. Es gibt eben von diesen Sonderteilen, die man sich holen kann, nochmal 4 neue, wodurch die Optionen, die man mit diesen Dingern hat, auf jeden Fall nochmal drastisch ansteigen. Da besteht auch die Gefahr, dass man ein bisschen zu viel drüber nachgrübelt, aber das sollte eigentlich auch ganz gut gehen. Es gibt 2 neue Ortsteile, wodurch das Spielbrett insgesamt auch ein bisschen größer wird und man ein bisschen mehr Optionen hat. Die sollen auch ganz gut sein, ich weiß noch nicht, was die machen. Es gibt Gildenkarten, die irgendwelche Effekte haben sollen, wo man denkt, boah, krass, ist ja total mächtig. Das ist aber Gott sei Dank bei allen so, wodurch sich das wieder ausbalanciert. Und es gibt eine neue Ressource, Kaffee, die ist eine unlimitierte Ressource. Davon kann man so viel haben, wie man will. Also kann man auch nur auf Kaffee gehen. Und ja, insgesamt, so was ich bisher gelesen habe, soll sich diese Erweiterung so gut und so nahtlos integrieren und so viel das Spiel toller machen eigentlich, dass man, wenn man das einmal mit der Erweiterung gespielt hat, man es eigentlich nur noch ohne spielt, wenn man neuen Leuten das Spiel beibringen möchte, damit die nicht gleich von allen Möglichkeiten erschlagen sind, aber dann spielt man eigentlich nur noch mit dieser Erweiterung. So, etwas, worauf ich mich persönlich sehr freue, ist Galaxy Trucker Missions. Das ist jetzt eine kleine Erweiterung. Es gab ja 2 große Erweiterungen für Galaxy Trucker. Ich fand die dritte schon ein bisschen zu viel, weil die halt einfach, also sind alle geil, weil man das Spiel gerne oft spielt, aber für meinen Geschmack war es einfach too much und zu viel, was dazu kommt, und das wird dann irgendwann unübersichtlich. Und jetzt bei Galaxy Trucker Missions ist es so, dass es zum einen neue sogenannte Superkarten gibt, also einfach Begegnungen, die man haben kann, die halt wirklich schwer und gefährlich und anspruchsvoll sind und die viel Belohnung bringen können, aber auch einen richtig hart mitnehmen können. Und es gibt jetzt auch wieder ein paar neue Elemente, also Bauteile, die man in sein Raumschiff verbauen kann. Und dazu gibt es immer eine passende Missionskarte. Und man benutzt immer nicht alle von diesen Elementen, sondern man zieht irgendeine Missionskarte. Zum Beispiel kann diese Missionskarte sagen, ihr müsst radioaktive Fracht von A nach B bringen. Und dann nimmt man halt nur diese radioaktiven Elemente und baut die irgendwo in sein Schiff ein. Und wenn ich so radioaktive Fracht habe, darf ich halt angrenzend keine Besatzung oder keine Batterien hinbauen. Oder es gibt irgendwie super schwere Fracht, die reduziert meine Antriebe, die ich habe. Und so gibt es da alle möglichen Variationen, die aber nicht immer alle ins Spiel kommen, sondern immer nur das, was einem die Mission gerade vorgibt. Ein bisschen wie bei Eldritch Horror, wo man auch nicht alle Erweiterungen benutzt, sondern nur die, die einem der große Alte oder die Prolog-Karte gerade vorgibt. Und ich glaube, das könnte ganz gut sein, könnte sehr spaßig werden. Wenn ihr die iOS-Version davon habt, werdet ihr viel davon wiedererkennen, weil die haben da halt neue Elemente reingebracht, die es so im Grundspiel noch nicht gab, wo sie aber viel positives Feedback bekommen haben. Und wo sie gesagt haben, okay, wir machen das in so einer Variante, dass man das auch im normalen Brettspiel spielen kann. Ich bin sehr gespannt darauf, werde ich mir auf jeden Fall holen und dann hoffentlich wieder ein bisschen häufiger Galaxy Trucker spielen. Die Schlösser des verrückten König Ludwigs, oder wie auch immer der deutsche Titel genau war, war ja sehr populär. Ich habe selber nicht gespielt, eine Freundin von mir meinte, es wäre einfach ein wunderschönes Familienspiel, so ein Legespiel, das einfach Spaß macht, nett ist, dass man mit jedem spielen kann. Vielleicht komme ich nochmal dazu, es auch zu spielen, würde mich auf jeden Fall noch interessieren. Und auch dazu gibt es jetzt eine Erweiterung, die jetzt heißt die Geheimnisse der Schlösser des König Ludwigs. Da ich dieses Spiel nicht gespielt habe, kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Also es soll jetzt irgendwie so Schwäne geben, neue Raumteile, wo ein Schwansymbol drauf abgebildet ist, wo man dann von so einem verdeckten Stapel so eine Schwan-Dings zieht und auf das Teil legt, und die kann man entweder für Geld ausgeben oder am Ende für verschiedene Sets von Schwänen Punkte bekommen. Es gibt Secret Passages, also so Geheimgänge, die man irgendwie in sein Schloss einbauen kann, die einem irgendwie neue Optionen und Möglichkeiten geben. Und es gibt Burggräben. Und es gibt Burggräben als so wesentliche neue Elemente. Und ja, Tenor war bisher, nach dem, was ich so bisher gelesen habe, aus einem ersten Erfahrungsbericht, ist ganz nett. Braucht man nicht zwingend, aber wenn man das Spiel mag, möchte man natürlich mehr Abwechslung, wie das immer so ist. Da ist jede Erweiterung willkommen. Und aber ich muss erstmal das Basisspiel spielen. Aber falls ihr Fans dieses Spiels seid, dann guckt euch die Erweiterung auf jeden Fall mal an. Der Ringkrieg bekommt auch eine Erweiterung, die Krieger von Mittelerde. Da kommen jetzt Ents dazu, die toten Männer von Dunharrow, die großen Adler aus den Misty Mountains, die Korsaren von Umba, die Wildlinge aus dem Dunland, Riesenspinnen und alles Mögliche. Die waren ja bisher immer nur in Form von irgendwelchen Ereigniskarten Bestandteil des Spiels, und jetzt kommen die jetzt richtige Miniaturen rein, mit denen man dann spielen kann oder gegen die man spielen kann. Und es gibt noch ein paar andere neue Mechanismen, so Fraktionswürfel und Fraktionsereignisse, die eben zusammen mit diesen neuen Figuren dazukommen und einfach jetzt noch neue Strategien ermöglichen. Kann man gespannt sein, wie sich das integriert. Ich habe das Basisspiel noch bei mir rumliegen, leider komplett grundiert, aber ich habe erst die Leute aus Rohan angemalt, alle anderen sind noch weiß. Muss ich dringend mal nachholen, damit ich dann auch vielleicht diese Erweiterung ausprobieren kann.
Es gibt scheinbar viele Erweiterungen zu Spielen, die ich noch nicht gespielt habe. Orleans gehört auch dazu. Das ist jetzt die erste große Erweiterung, die 6 neue Szenarien reinbringt, neue Gebäude, neue Ereigniskarten. Und eins von diesen Szenarien ist zum Beispiel Prosperity, ist einfach eine ganz klassische Erweiterung für 2 bis 5 Spieler, wo es neue Gebäude gibt. Es gibt einen Carpenter, also einen Handwerker, einen Zimmermann, und die ist von Inka und Markus Brandt designt worden, diese Erweiterung. Dann zum Beispiel Invasion ist ein kooperatives Szenario, das 2 bis 5 Spieler spielen können, wo man sich gegen so eine Invasion verteidigen muss und nebenbei aber trotzdem noch persönliche Ziele erfüllen muss, um zu gewinnen. Und dann gibt es auch noch Das Duell, von Rainer Stockhausen entworfen. Das ist ein Szenario für 2 Spieler, wo man jeweils 4 Objekte erfüllen muss, um zu gewinnen. Und es gibt auch noch 3 Solo-Varianten, die auch von Rainer Stockhausen sind. Also wenn euch Orleans gefällt und ihr da jetzt noch scheinbar richtig krass viel Variation haben wollt oder auch gerne alleine Spiele spielt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal angucken. Und eigentlich braucht man es auch gar nicht mehr zu erwähnen, aber es wird auch eine neue Dixit-Erweiterung geben mit 84 neuen Karten, die man sich auch wiederholen kann und wo man noch mehr Variationen und Abwechslung hat. An sich natürlich eine gute Sache. Bei mir ist Dixit mittlerweile zu Hause bei meiner Familie. Das ist immer so unser Weihnachtsspiel, das wir da auf jeden Fall spielen. Und ich habe alle anderen Erweiterungen, ich habe das Basisspiel 100-mal gespielt, konnte da jede Karte in auswendig. Jetzt, ich weiß nicht, 3 oder 4 Erweiterungen oder 5 gibt es, ich habe sie alle. Und wenn ich es jetzt spiele, ich habe viele, viele Karten, die ich noch nicht kenne. Ich habe da genug Abwechslung. Ich brauche diese neue Erweiterung jetzt nicht zwingend. Aber solltet ihr Dixit-Fans sein und es rauf und runter spielen, ist natürlich toll, dass es da wieder neue Bilder gibt. Und ich glaube, das wird auch noch lange Zeit so weitergehen. Aber ist ja gut für alle Fans. Und bin mal gespannt, wie die dann so aussehen. So, Biss ist ja ein Spiel, das vor allem durch sein Artwork auffällt, weil es halt eigentlich ja ein klassisches Set-Sammelspiel ist, das nicht wirklich krass anspruchsvoll ist, ein paar Versteigerungselemente drin hat. Einfach so ein ganz nettes Spiel, das aber eben sehr düsteres Artwork hat. Und jetzt gibt es dazu die erste große Erweiterung, Kraken, und die bringt im Prinzip nur mehr von allem. Also die Basisregeln werden nicht geändert, es gibt halt nur neue Alliierte, neue Locations, neue Lords. Und also wenn ihr totale Abyss-Fans seid, guckt euch das an. Mich hat das Spiel, wenn ihr meine Rezension gesehen habt, wisst ihr es, nicht so umgehauen. Aber wie gesagt, jeder Geschmäcker sind ja verschieden. Wenn ihr es mögt, guckt es euch an. So, falls ihr Fans von Theseus The Dark Orbit gibt, ist das jetzt, glaube ich, schon die 2. Erweiterung, die eine neue Fraktion einführt. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. So, Roll for the Galaxy soll ja ein absolut großartiges Spiel sein. Ich habe es leider nicht gespielt, weil es keinen deutschen Verlag gibt, der dieses Spiel machen will. Ich weiß nicht, ob die alle denken, das wird sie nicht verkaufen, aber wenn man nach den englischen Rezensionen geht, wird es großartig sein und absolut gut werden und sich wohl auch verkaufen. Egal, ich werde es mir irgendwann einfach mal aus Amerika bestellen, glaube ich. Und diese Erweiterung klingt nach so einer klassischen mehr von allem für Fans-Erweiterung. Es gibt neue Fraktionen, neue Heimatwelten, neue Spielteile, neue Würfeltypen, zusätzliche Objectives, die man erfüllen kann. Und falls ihr das Spiel schon habt, könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, wie ihr es so findet. Und diese Erweiterung dann wird einfach dafür sorgen, dass man noch mehr Spielspaß hat. Ich bin ja generell totaler Würfelspiel-Fan. Ich bekomme bald Tiny Epic Galaxies, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Aber ich glaube, das hier muss ich mir trotzdem einfach irgendwann mal zulegen. Port Royal wird auch eine Erweiterung bekommen, die Ein Auftrag geht noch Erweiterung, und über die ist eigentlich noch gar nichts bekannt, also ich habe zumindest noch nicht viel gefunden, wobei ich auch nicht so intensiv gesucht habe, aber bei BoardGameGeek steht einfach drauf, dass es 4 Module sind, die man in Port Royal reinbringen kann. Das heißt, man kann wahrscheinlich alle 4 Erweiterungsmodule reinbringen oder nur einzelne, je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Und Port Royal ist echt ein nettes, kleines Push-Your-Luck-Spiel, das ihr euch mal angucken solltet, und mit der Erweiterung hat man dann sicher noch mehr Spaß daran. So, The Game on Fire ist nicht im eigentlichen Sinne eine Erweiterung, es ist The Game, einfach nochmal in so einer Spezialverpackung, wo auch eine Matte drin ist, die man dann so benutzen kann, um da auf die Karten abzulegen. Und die On Fire Mini Erweiterung ist dabei. Diese Erweiterung besteht einfach aus 6 Karten, 22, 33, 44, 55, 66, 77, also fast alle Schnapszahlen. Und wenn irgendeine dieser Karten gespielt wurde, muss sie, bis der Spieler das nächste Mal wieder dran ist, überdeckt sein, muss eine neue Karte drauf liegen, ansonsten verlieren alle Spieler das Spiel. Also eine Variante, mit der das Spiel nochmal eine Spur schwerer gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es sie nicht einzeln gibt, wahrscheinlich wäre das nicht wirklich in einem realistischen Preisrahmen zu produzieren oder zu vertreiben gewesen, keine Ahnung, aber
Mal gucken, was dann diese Spezialversion kostet. Ich hoffe nicht zu viel, weil ich finde dieses Spiel so toll, ich spiele es so gerne. Ich hätte auch gerne diese Mini-Erweiterung. Vielleicht kann man die irgendwann nochmal einzeln kaufen über Boardgame Geek oder so, aber ich will sie auf jeden Fall haben. Punkt. So, Suburbia 5 Sterne, fügt einfach 50 neue einzigartige Gebäudeteile dazu, neue Ressourcen, nämlich diese Sterne und die Komponenten für einen fünften Spieler, sodass man das jetzt auch zu fünf spielen kann. Und dieses neue Sternesystem reguliert die Spielerreihenfolge, bringt Bonusse oder aber auch Strafen für ja, die am meisten oder am wenigsten touristenfreundlichen Städte und bricht auch jetzt Unentschieden bei privaten und öffentlichen Zielen. So, auch für Zug um Zug gibt es mittlerweile im 11. Jahr immer noch neuen Input. Das ist jetzt das fünfte Map Pack mit dem United Kingdom und Pennsylvania. Die bringen auch, sind nicht nur einfach neue Karten, sondern bringen auch ein paar neue Ideen ins Spiel. Bei Pennsylvania, da wird so ein ja, Aktienanteilssystem eingeführt. Immer wenn man eine Route fertigstellt, dann bekommt man dafür einen Anteil an einer der Firmen, die an dieser Route liegen. Und am Spielende bekommt, wer die meisten Anteile an einer Firma hat, dafür nochmal extra Siegpunkte. Auf der United Kingdom Map, da gibt es quasi jetzt das Konzept der Technologien. Das heißt, am Anfang des Spiels können die Spieler nur Routen bauen, die ein oder zwei Züge lang sind, auch nur in England. Und wenn man dann Wildcards ausgibt, dann bekommt man die Fähigkeit, Routen zu bauen, die drei Züge oder länger sind. Und zusätzlich kann man noch irgendwie dann Fähren bauen übers Wasser oder man kann Zugrouten auch in Schottland, Wales und überall anders bauen. Und man kann auch noch Bonuskarten kaufen, die einem extra Punkte geben, wenn man bestimmte Sachen während des Spiels macht. Also ja, ne, geht auch ein bisschen weg vom, was heißt ein bisschen weg, also erweitert einfach das klassische Zug um Zug nochmal durch neue strategische Möglichkeiten in so einem einfachen Kartenpack. Sicher interessant und das spielt eine riesige Fangemeinde, daher auf jeden Fall angucken. So, Funkenschlag ist eines meiner Lieblingsspiele. Jetzt gibt es die Aktiengesellschaften-Erweiterung. Das heißt, wir haben nicht einfach neue Karten, sondern nochmal neue Modifikationen für das Spiel selbst, wo wir jetzt eben nicht mehr nur die Rolle von einfachen traditionellen Elektrofirmen sind, die irgendwie auf dem Strommarkt sich etablieren wollen, sondern man eben auch noch so diesen Aktienanteil hat. Das heißt, man kann sich irgendwie in andere Firmen einkaufen und da ein bisschen Anteil am Erfolg haben. Und ja, wird man gespannt sein, wie das so ist. Ich fürchte ja noch, dass es nicht nötig sein wird, weil ich finde einfach das klassische Funkenschlag mit seinen unterschiedlichen Karten so gut und so Aktienspiele habe ich bisher nie so umgehauen. Mal gucken, ob Friedemann Friese das hier geschafft hat oder nicht. Vielleicht finde ich es nach der Messe heraus. So, falls ihr wie ich große Cash and Guns Fans seid, werdet ihr euch freuen, dass es jetzt mehr Cash und mehr Pistolen gibt und genau das gibt es auch. Es gibt neue Beutekarten da drin, es gibt vier neue Pistolen, die scheinbar irgendwelche ja, speziellen Sonderfähigkeiten haben, keine Ahnung, wird man sich da angucken. Und neue Special Powers, mit denen man eigentlich auch spielen sollte, wenn man das Spiel ein, zwei, dreimal gespielt hat. Und ja, auch wieder mehr von allem, neue interessante Variationen, werde ich mir auf jeden Fall angucken. So, Concordia, ein absolut großartiges Spiel von Marc Gerz. Bisher gibt es da noch fast keine Informationen zu und wie ihr seht, auch nur so ein selbstgeschossenes Bild. Da bin ich mal gespannt, ob das zu Essen rauskommen wird oder ob man es dann nur Probe spielen können wird. Auf jeden Fall gibt es zwei neue Karten, Byzantinum und Hispania. Es gibt eine sechste Ressource, Salz, für die es auch jetzt neue hölzerne Teile gibt, wahrscheinlich irgendwie in Weiß oder so. Neue Stadtmarker eben für diese Salzstädte und mehr als 20 neue Karten, die man reinbringen kann, die eben nochmal ja, neue strategische Herausforderungen bringen. Und wenn ihr großer Concordia-Fan seid, dann auch das ist sicher wieder eine gute Erweiterung. So, alle Fans, die gerne grübeln und auf Five Tribes stehen, können sich jetzt freuen, denn jetzt gibt es noch eine neue Farbe an Meeple, nämlich violette Meeple, die Artisanen von Nakala. Und ja, die sorgen dafür, dass man, wenn man die hat, kann man damit irgendwie wertvolle Güter craften, also herstellen oder magische Gegenstände und die sind halt viele Punkte wert am Ende oder können irgendwie Spezialfähigkeiten für den Besitzer freispielen. Um die zu bekommen, muss man auf neue Teile gehen, die in dieser Erweiterung drin sind. Und außerdem gibt es noch ein zusätzliches Teil, das nicht passierbar ist, wo man dann ja, neue Gebirgsmarker, wo man dann auch neue Wege auf dem Spielbrett gehen muss. Und außerdem gibt es noch zwei neue Djinns.
So, Evolution war ja ein Spiel, das ich sehr geil fand, weil halt, ne, es auch wieder ein komplett neues Thema hatte, das auch ganz gut umgesetzt war. Das ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingsspiel, aber das ich immer wieder gerne spiele. Und jetzt, man möchte halt auch gerne dann irgendwann mehr Karten haben einfach. Und jetzt kann man eben sich Vögel bauen, wobei Vögel die Beschränkung haben, die können eine bestimmte Größe haben, weil sonst sind sie zu schwer zum Fliegen. Und ja, war auch ein Kickstarter, der auch gut durchgegangen ist. Und jetzt zu Essen kommt es auf jeden Fall raus. Ich hoffe, zeitnah dann auch auf Deutsch. Also ich habe keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen werden. Atlanta, Atlanteaner, ich weiß es nicht. Ich bin kein Atlantis-Experte. Aber das ist die neue Fraktion für Imperial Settlers, mit der man das Spiel jetzt auch zu 5 spielen kann. Und die Atlanta, die ja, haben Gebäude mit einzigartigen Technologien und die können sich so Spezialeigenschaften in ihrem Spiel auf ihren Fraktionskarten freispielen und normale Gebäude in wertvolle Verbündete umwandeln. Wie das geht, weiß ich noch nicht, aber man muss irgendwie ja ganz tolle Methoden finden, um Punkte zu machen, und man sollte das auch schnell machen, denn am Ende des Spiels versinken alle Gebäude und man kriegt da keine Punkte mehr für. Und ja, könnte auf jeden Fall sehr spannend sein. Imperial Settlers, wie ihr wisst, ein Spiel, das ich sehr, sehr gerne mag, das mir sehr gefallen hat, das ich auch nur empfehlen kann. Wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch an. Es macht echt Spaß. Und einfach noch eine Fraktion mehr zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Sache. So, das war meine Übersicht zu den wichtigsten Erweiterungen. Werden sicher nicht alle gewesen sein. Falls irgendwas fehlt, was man unbedingt noch erwähnen sollte, dann schreibt gerne einen Kommentar und weist andere darauf hin. Ja. Wenn ihr euch irgendwas davon zulegt, weil ihr das Basisspiel schon habt und sagt, boah, das brauche ich auch noch unbedingt, dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ja, ich werde, glaube ich, noch so 1, 2, 3 Preview-Videos machen, einfach zu den anderen neuen Spielen, die rauskommen werden. Und ich hoffe natürlich, dass euch auch die gefallen, ihr euch die anguckt, und sage bis bald und tschüss.